Einen wunderschönen guten Abend. Es ist Freitag, es ist 18 Uhr und damit ist es Zeit für ein neues Insta-Live, auf das ich mich schon sehr freue. Heute ist auch Matchday. Über den VfB könnte man momentan auch ein super Insta-Live machen. Das wäre aber nicht ansatzweise so harmonisch wie das Insta-Live, das wir heute vorhaben. Ich freue mich, dass meine Zweitkandidatin Ann-Christine teilnehmen wird und die ist super pünktlich wie immer und wir können sie direkt dazu schalten. Können direkt mit der Ann-Christine live gehen. Und dann werde ich sie sofort... Da ist sie schon! Ja, ja, hier bin herrlich. Ich. Hi, Nick. Hallo, Ann-Christine. Hi, Nick. Das läuft hier wie geschmiert. Ja, wunderbar. Das ist wie bei allem, was wir machen. Wenn wir zwei was anpacken, dann läuft es. Das aber wirklich. Ein gutes Omen für die Landtagswahl, das sage ich dir. Aber wirklich. Der einzige Nachteil ist, wenn ich dich jetzt zugeschaltet habe, hat man mein schönes VfB-Wappen weggeschaltet. Ganz Skandal. Schön. Dann bitte nochmal aufstehen, deutlich machen, es war Matchday. Ja. Matchday. Aber ganz eindeutig ist es mir noch viel, viel lieber, dich mit auf dem Bildschirm zu haben. Und auch wenn ich große Lust hätte, mit dir jetzt ausführlich über den VfB Stuttgart zu reden, da gäbe es sehr, sehr viel zu besprechen gerade. Definitiv, ja. Wollen wir uns heute aber um das Thema Zweitkandidatur kümmern und wollen vor allem all denjenigen, die dich noch nicht kennen, auch die Gelegenheit geben, dich kennenzulernen. So haben wir es ja angekündigt. Genau. Wir klären erstmal gemeinsam, was ist überhaupt eine Zweitkandidatin? Und dann gucken wir, wie wird man Zweitkandidatin? Und am Ende wissen wir, wer ist die Zweitkandidatin im Wahlkreis Esslingen? Und vorab herzlichen Dank für deine Bereitschaft, nicht nur heute bei Insta Live, sondern auch die Zweitkandidatur zu übernehmen. Total gerne und danke, dass ich das so machen darf. Das finde ich nach wie vor einfach eine ganz tolle Gelegenheit. Und ja. Ja, ich glaube, damit können wir auch tatsächlich anfangen mit einer kurzen Erklärung. Was ist das, Zweitkandidatin? Das hängt am Landtagswahlrecht. Es vergessen viele, aber die Landtagswahl ist eine Persönlichkeitswahl. Wir haben keine Liste, so wie man das von anderen Wahlen kennt, wo also die Parteien entscheiden, wer kommt auf die guten oder auf die schlechten Plätze, sondern tatsächlich ist es eine Persönlichkeitswahl von verschiedenen Persönlichkeiten, die sich bewerben. Und deshalb, wenn eine Person gewählt wird, muss es genau für diese Person auch einen Ersatz geben, für den hoffentlich nicht eintretenden Fall, dass jemand aus irgendwelchen Gründen im Laufe der Legislatur ausscheidet. Das klingt jetzt dramatisch, manchmal ist es aber auch ganz, ganz einfach. Bei der letzten Landtagswahl war ich selber Zweitkandidat vom Wolfgang Drexler. Der Wolfgang ist altershalber aus dem Landtag ausgeschieden. Und dann stellt sich die Frage, wer rückt danach? Und in dem Fall ist es der persönliche Zweitkandidat, der nachrückt. Und deshalb stehst du auch mit auf dem Stimmzettel. Ja, und ich muss gestehen, als du vor einem Jahr auf mich zugekommen bist mit der Frage, ob ich Zweitkandidatin werden möchte, musste ich auch erstmal nachgucken, um da mich ein bisschen aufzuschlauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, das ist schon nochmal ein anderes Amt oder ein anderer Gedanke, der da mitschwingt. Aber gut, bin bereit dafür. Ja, und auch vielleicht guckt da der ein andere mal drauf. Auf dem Stimmzettel steht groß der jeweilige Erstkandidat, der den man wählen soll. Und dann steht darunter steht der Zweitkandidat oder die Zweitkandidatin, die direkt mitgewählt wird. Und damit hat man übrigens dann auch die Legitimation, in den Landtag nachzurücken, weil man von der Bürgerschaft mitgewählt wurde, so wie die jeweiligen Bewerber auch. Es kommt tatsächlich ab und zu vor. Für uns beide gilt, ich bleibe hoffentlich gesund. Ja. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich eine Zweitkandidatin habe, auf die man sich verlassen kann, die nicht irgendwie hinter dunklen Ecken lauert, um dann eventuell an ein Mandat zu kommen. Auch das passiert bei uns zum Glück nicht. Aber es ist für mich auch tatsächlich wichtig, und da kommen wir ja gleich drauf, wie kamen wir überhaupt auf die Idee, dass du die Zweitkandidatur übernimmst. Ich halte es für unglaublich wichtig, dass man auch als Abgeordneter und hoffentlich für den Fall, dass ich wiedergewählt werde, dann auch als amtierender Abgeordneter, dass man weiß, für den Fall der Fälle wäre jemand da, dem man das zutraut. Und das bist du? Verrückterweise, ja. Ja, also kann ich nachvollziehen den Gedanken auf jeden Fall, weil man möchte ja schon auch, dass das Amt in guten Händen irgendwie weitergeführt werden kann, wenn irgendwas sein sollte. Aber keine Sorge, ich habe keine Absichten, dich hier zu stürzen vorzeitig. Das wäre jetzt auch, also das wäre natürlich eine Hammermeldung gewesen bei Insta Live, wenn du jetzt verkündet hättest, dass das der eigentliche Plan wäre. Das hätte schon fast was von House of Cards. Aber wir
die Frage, wie wird man Zweitkandidatin? Formal kann man das beantworten, genauso wie man auch Landtagskandidat wird. Wir sind beide gewählt worden von den Mitgliedern im Wahlkreis Esslingen. Da gab es Wahlgänge. Aber vielleicht magst du mal erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass du meine Zweitkandidatin geworden bist, neben dem formalen Aspekt der Wahl. Weil vielleicht der eine oder andere schon wissen möchte, wie wird man Zweitkandidat? Naja, ich meine, den generellen Prozess ist natürlich vielleicht noch was anderes, aber wie es bei uns ablief, war ja, dass du und Daniel, dein Mitarbeiter im Abgeordnetenbüro, auf mich zugekommen seid und euch einfach mal mit mir ausgetauscht haben, habt zum Thema Politik vor Ort, weil in meiner Kommune Ostfildern, wie ich dort den Gemeinderatswahlkampf erlebt habe, weil ich mich dort ja auch habe aufstellen lassen, wo ich vielleicht noch Punkte sehe, wo man was verändern kann, auch für die jungen Leute, was wichtig ist. Und so im Gespräch habt ihr mich dann irgendwann mal gefragt, ob ich dann Lust hätte und bereit wäre, für dich als Zweitkandidatin anzutreten. Und ja, ich habe ja gesagt. Erfreulicherweise. Tatsächlich ist es vielleicht auch noch interessant zu hören, die Gedanken, die ich mir gemacht habe, die Gedanken, die wir uns gemacht haben, der Daniel in seiner Funktion auch als Vorsitzender der SPD Esslingen. Es war wichtig, dass wir da gleich diesen starken Ortsverein mit einbinden, weil uns die Einbindung der Mitglieder im gesamten Wahlkreis sehr, sehr wichtig war. Die erste und wichtigste Voraussetzung für einen Zweitkandidat habe ich vorhin bereits beschrieben. Man muss sagen, wenn es ernst wird, dass man dieser Person zutraut, dieses Amt auszufüllen. Das steht an allererster Stelle. Und dann war die Überlegung tatsächlich, was setzen wir auch für ein Signal, was setzen wir für ein Zeichen mit der Zweitkandidatur? Ich finde wichtig, das sagen wir auch immer wieder, wir zeigen schon auch den Teamgedanken, der da dahinter steht. Und ich glaube, es ist auch ein klares Zeichen für junge Menschen, dass man gerade auch in der SPD sehr schnell verantwortungsvolle Ämter bekommen kann, dass man jungen Menschen aber auch was zutraut. Auch das ist mir wichtig. Wir haben großartige und engagierte Jusos bei uns. Da bist du ja auch unterwegs. Und dass man nicht nur davon redet, junge Menschen zu fördern, sondern es auch tatsächlich macht, wie zum Beispiel durch eine Zweitkandidatur. Und lieber Uli, wir freuen uns über dein Hallo und wir freuen uns auch, wenn irgendjemand andere Fragen haben sollte, wenn ihr etwas wissen möchtet von der Ann-Christine oder mir über die Kommentare immer gerne. Aber der Aspekt ist mir nochmal wichtig. Ich glaube, wir setzen mit dir schon auch ein Ausrufezeichen, gerade auch in diesem Wahlkreis. Ja, und ich meine, darüber hatten wir ja damals in den Gesprächen ja auch geredet, wie wichtig es ist, dass mehr junge Leute sich in die Politik einbringen und wie groß auch das oder wie sehr das auch angeschätzt wird von den Bürgern und Bürgerinnen, wenn sich junge Leute engagieren und wirklich was bewegen wollen und sich einbringen wollen. Das ist einfach wichtig, dass da auch Möglichkeiten geschaffen werden. Und auch deswegen finde ich es nochmal genialer, dass du das auch gleich so für dich auf die Fahne, oder dir auf die Fahne geschrieben hast und gesagt, ja, das machen wir, das ist dir genauso wichtig. Und gemeinsam können wir da sehr viel bewegen und auch wirklich ein Zeichen setzen, definitiv. Ich glaube, der eine oder andere wird das Video auch danach noch anschauen, um zu wissen, wer du eigentlich bist. Deshalb tatsächlich die Frage, erzähl doch einfach mal, wer du denn bist, wie alt du bist und was du eigentlich so machst, außer wenn du mit mir bei Insta Live und im Wahlkampf unterwegs bist. Tja, okay, dann fangen wir mal mit dem einen an. Also ich bin 26 Jahre alt und komme ursprünglich aus Ostfildern. Und ja, momentan, wenn ich jetzt nicht gerade im Landtag unterwegs bin, dann promoviere ich im Fach Volkswirtschaftslehre und beschäftige mich dort vor allem mit den Themen des Wettbewerbs und der Innovation, was natürlich auch jetzt gerade in Angesicht der Corona-Krise ganz essentielle Themen sind, weil Innovation und damit auch Digitalisierung, vor allem im Bereich Bildung, völlig, ja, wir kennen die Schlagzeilen aus den Zeitungen, was da teilweise ablief und das kann es halt natürlich einfach nicht sein. Das führt mich natürlich zu meinem politischen Interesse, dass ich da mich einfach einbringen möchte, dass wir da Baden-Württemberg, den Kreis Esslingen auch erstmal, weil dort kommen wir jetzt her, da wollen wir uns einsetzen, dass wir da in vielerlei Hinsicht den Weg in die Zukunft ebnen können, eben auch mit jungen Leuten in puncto Digitalisierung, in puncto Chancengleichheit. Und das sind Punkte, die mir dann einfach wichtig sind. Und angefangene Politik habe ich, glaube ich, vor circa, heute ist 2021, dann sind es schon 6 Jahre, glaube ich, oder ja, ich glaube 6 Jahre, dass ich mit dabei bin. Und dann aber auch recht schnell dann schon mit irgendwie aufgenommen wurde in den Vorstand von meinem Ortsverein.
und dort die Möglichkeit hatte, direkt mitzugestalten. Und ja, letzten Endes hat es mich jetzt dann dazu gebracht, dass ich als Zweitkandidatin für die Landtagswahl kandidiere und zusammen mit Daniel Krusitsch noch den Kreisvorstand für die Jusos bilde, um dort dann auch nochmal Impulse zu setzen und Jusos im Kreis zu vertreten. Ja. Ich glaube, über die Jusos im Kreis, da können wir momentan ganz froh sein. Da haben wir gerade sehr, sehr viele aktive und rührige. Also den Daniel hast du genannt. Ich bin auch froh zum Beispiel über den Marc, der bei uns ja Ja, unglaublich viel leistet, den ich klar. auch schon mal in Insta Live machen durfte. Wir könnten jetzt ganz, ganz viele aufzählen. Aber spannender ist vielleicht noch die Frage, warum bist du denn bei der SPD gelandet? Warum bei der SPD? Da muss ich jetzt ein bisschen zurückgehen in meinen Geschichtsunterricht tatsächlich in der Schule, weil dort hat es so ein bisschen angefangen, dass wir uns damit beschäftigt haben, wie entsteht Demokratie. Und da ging es dann los mit Friedrich Ebert. Und mich hat diese Figur von Friedrich Ebert daran einfach fasziniert, wie er sich da gegen alle Kräfte durchgesetzt hat und bei seinem Standpunkt geblieben ist, wofür er eingetreten ist. Und das fand ich einfach faszinierend. Und als dann in der aktuellen Zeit die AfD immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist, habe ich mich wieder an den Geschichtsunterricht erinnert gefühlt und gedacht, sind wir gerade wieder in der Vergangenheit gelandet oder was ist passiert? Und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt zu sagen, jetzt muss ich aktiv werden oder will ich auch aktiv werden. Und für mich gab es dann gar nicht groß so die Wahl, weil ich dachte, nee, mit der SPD habe ich mich damals schon irgendwie oder fand ich damals schon einfach faszinierend spannend, wo sie herkommt. Und auch heute kann ich mit den Punkten definitiv mitgehen und ja. Den gibt es für mich nur diese Wahl eigentlich. Und schwupps, war ich in der SPD. Und natürlich nicht bereut. Nö, überhaupt nicht. Ja, ich glaube Keineswegs. tatsächlich, das gehört zu den Themen, die uns auch verbinden. Man braucht ein Bollwerk gegen rechts. Und man Ja. braucht ein Bollwerk gegen all diejenigen, die versuchen, unsere Demokratie zu schädigen, die auch versuchen, mit Mitteln der Demokratie dieser Demokratie zu schaden. Das erlebe ich jede Woche im Landtag, was da Ja. passiert. Und umso wichtiger und umso richtiger ist es auch, dass gerade junge Menschen wissen, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist, in Gar nicht. Freiheit und in einem demokratischen Staat gemeinsam aufwachsen zu dürfen und den prägen zu dürfen. Und deshalb bin ich da auch wirklich froh darum, dass ich das Gefühl habe, die junge Generation ist sowieso wieder ein bisschen politischer, als es vielleicht in den vergangenen Jahren der Fall war. Teilst du diese Einschätzung? Total. Also was ich so erlebe, jetzt auch gerade bei den Jusos, wir haben jetzt ja in Ostfildern und auch generell im Kreis viele Juso-Gruppen vor Ort wieder gegründet und man merkt schon, dass die Jugend einfach wirklich wieder Interesse hat, aber auch ja, wirklich voller Energie sich einbringen will. Wir haben es ja auch gesehen mit den Fridays for Future-Demonstrationen. Die Jugend ist interessiert und braucht ihre Stimme. Deswegen ist es auch wichtig, dass in vielen Orten auch Jugendgemeinderäte viel mehr in den Fokus gerückt werden, dass die Jugend einfach beteiligt wird, weil es ist deren Zukunft, um die es nachher geht, was in der Politik gemacht wird. Und wenn sie nicht die Möglichkeit hat, mitzusprechen, hat das nichts mit Demokratie zu tun, in dem Sinne. Ja, ich glaube, wir haben auch bei der letzten Kommunalwahl gesehen, dass die Menschen auch jungen Menschen etwas zutrauen und auch junge Leute durchaus gute Ergebnisse erzielen können. Das darf man ruhig sagen. Du hast auch hervorragend abgeschnitten bei der letzten Gemeinderatswahl. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was dazu sagen, wie das dazu kam, dass du kandidiert hast und wie auch dein Ergebnis war. Also wir haben natürlich in der Gemeinde oder halt in Ostfildern als Ortsverein Ostfildern der SPD mussten wir uns mit der Liste befassen. Und da war natürlich die Frage, wer lässt sich aufstellen? Und für mich war es schon klar, wenn die Möglichkeit besteht, lasse ich mich sehr gerne aufstellen. Und einfach auch jetzt mal ganz doof gesagt, um diese Erfahrung zu sammeln, mal diesen Wahlkampf mitzumachen, wirklich auch zu sagen, Leute, ich bin gerne bereit für euch. In den Gemeinderat einzuziehen. Ich habe Interesse an der Stadt. Mir ist wichtig, was hier passiert und ich möchte euch vertreten. Und dann auch wirklich vor Ort mit den Leuten zu sprechen und zu diskutieren, was ihnen wichtig ist und dann auch zu erleben, wie sie darauf reagieren, wenn jemand auch mal, ich meine, damals war ich, glaube ich, 24 und mit einer der jüngsten Kandidatinnen auf der Liste der SPD. Und man hat einfach gemerkt, die Leute fanden es toll, die waren begeistert, dass wir jungen Leute uns einbringen. Und ja, das hat man auch nachher an den Ergebnissen gesehen. Ich glaube,
Also ich bin aktuell die erste Nachrückerin für die SPD. Das heißt, wenn einer aus unserem aktuellen Fraktion ausscheidet, bin ich die nächste, die reinrückt. Und dementsprechend, dafür, dass ich das erste Mal mich habe aufstellen lassen, war das ein sehr gutes Ergebnis. Und darüber bin ich auch echt, habe ich mich sehr gefreut über dieses Vertrauen, was mir da entgegengebracht wurde. Und das muss man definitiv weiter fördern, dass junge Leute da sich einbringen können. Ja, es ist wie so oft, man muss den Menschen auch was zutrauen. Und gerade jungen Leute, glaube ich, denen können wir sehr, sehr viel auch zutrauen, denen können wir auch viel Vertrauen entgegenbringen. Und der Wahlkampf, den du da erlebt hast in der Kommunalwahl, unterscheidet sich natürlich fundamental von dem, was wir momentan erleben. Eigentlich haben ja diese Wahlkämpfe große Parallelen. Und ich glaube, diejenigen, die uns zuschauen, werden sofort verstehen, was wir beide meinen, wenn wir sagen, das Gemeinste an diesem Wahlkampf für uns ist, dass man uns eine unserer größten Stärken nimmt und eines von den Dingen, die wir am allerliebsten machen, nämlich direkt mit den Menschen vor Ort zu sprechen. Ja, ganz genau. Das ist wirklich, also wenn ich überlege, als ich dir vor einem Jahr zugesagt habe, wir machen gemeinsam den Wahlkampf für die Landtagswahl, da habe ich mich noch mit dir dann, oder habe ich mir ausgemalt, wie wir gemeinsam auf irgendwelchen Wochenmärkten stehen oder mit deiner Ape durch die Gegend tuckern und die Leute ins Gespräch verwickeln und mit ihnen über die verschiedensten Themen, die sie bewegen, diskutieren und reden und einfach auch zuhören. Und jetzt ist das Ganze so ein bisschen anders. Es ist tatsächlich anders. Aber wir haben auch diesen Digitalisierungsschub, den wir auch im Wahlkampf merken. Ich bin nur tatsächlich auch sehr gespannt, wie man denn zum Beispiel unentschlossene Wähler erreicht. Erreichen soll, Ja, ja. also auch die Frage Podiumsdiskussionen oder ähnliches, das fehlt uns. Ich glaube, das fehlt uns Ja. auch ganz besonders, weil es tatsächlich zu den Teilen der Politik gehört, die einfach richtig sinnvoll sind, mit den Menschen direkt zu sprechen, zu hören, wo drückt der Schuh. Und dann auch gemeinsam zu gucken, wo kann man helfen. Ganz genau. Ich meine, da hast du ja jetzt eine ganz tolle Möglichkeit schon mal gefunden mit deinem Kümmerkasten, der durch den Kreis tourt, was ja wirklich eine super Idee war, um irgendwie die Brücke zu schaffen zwischen dir und den Menschen, wenn du nicht direkt vor Ort sein kannst. Aber ja, es ist trotzdem nicht das Gleiche. Das stimmt, und ich bin auch wirklich froh, wie er genutzt wird. Also der Kümmerkasten wird ausführlich genutzt, weil wir gerade in einer Zeit leben, die eigentlich die Menschen besonders bewegt, wo man gerade auch mit politischen Menschen den Austausch suchen sollte. Und deshalb glaube ich schon, dass wir da genauso weitermachen müssen, auch zukünftig auf allen Ja. Ebenen, mit allen Formaten versuchen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Die Schwerpunkte, die dich bewegt haben, in die SPD einzutreten, hast du gerade genannt. Wie erlebst du denn den Landtagswahlkampf ansonsten, neben der Tatsache, dass man auch in Corona-Zeiten merkt, wo die Querdenker und die Feinde der Demokratie sitzen. Das bleibt übrigens eine unserer Aufgaben, auch weiterhin darauf hinzuweisen, dass der Kampf gegen rechts und das Engagement gegen rechts nie aufhört, zumindest nicht für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Aber darüber hinaus hast du bestimmt das eine oder andere Thema, das dich momentan auch beschäftigt, wenn du auf die Landtagswahl schaust. Wenn ich auf die Landtagswahl schaue, naja, also momentan mache ich mir gerade echt eher so ein bisschen Gedanken einfach darüber, was du ja schon gesagt hast, wie man alle Menschen wirklich erreichen kann, wie man sie auch wirklich überzeugen kann, nicht jetzt aus Protest nochmal irgendwie ganz extrem zu wählen, sondern auch wirklich zu schauen, welche Partei kümmert sich um die Menschen, wer hört zu, wer hat wirklich ein Auge drauf, was für den Einzelnen oder für die Bürger insbesondere einfach wichtig ist, sei es für Familien oder ähnliches. Und da habe ich einfach gerade so ein bisschen Bedenken, dass dass vielleicht auch die Landtagswahl da, ja, dass das einfach nicht so ganz der Schwerpunkt gesetzt werden kann oder wir die Menschen nicht ganz erreichen können, weil vielleicht auch nicht alle digital unterwegs sind, ältere Generationen, die man aber vielleicht im persönlichen Gespräch trotzdem überzeugen könnte, einfach durch die Persönlichkeit, weil es ist ja eine Personenwahl, was wir betreiben. Und ja, das sind so meine Sorgen, die ich da manchmal so ein bisschen habe, wenn ich auf die Landtagswahl aktuell schaue. Wir sind gerade über die Kommentare gefragt worden, was denn der Kümmerkasten sei. Du hast vorhin meine Ape erwähnt. Ich weiß nicht, ob alle, die zuschauen, wissen, was eine Ape ist. Eine Ape ist im Prinzip ein umgebautes Mofa, eine Vespa, die einen großen Kasten hinten drauf hat und so als Lieferwagen benutzt werden kann. Vor Und allem in solch, Italien. vor allem in Italien. Und so eine knallrote Ape habe ich mir zugelegt, um damit
Bürgersprechstunden vor Ort anzubieten, weil ich gemerkt habe, das, was mir an meinem Beruf am meisten Spaß macht, ist, mit den Menschen im direkten Kontakt zu sprechen und deren Sorgen, Nöte oder auch Anliegen mich darum zu kümmern. Und irgendwann habe ich mir überlegt, Bürgersprechstunden im Büro sind zwar toll, aber warum müssen denn die Leute zu mir kommen? Ich kann doch eigentlich rausfahren, da wo die Menschen sind. Und deshalb sind wir raus in die Stadtteile, auf die Wendeplatten, auf die Wochenmärkte mit der Ape. Und haben den Menschen da die Gelegenheit gegeben, vor Ort bei einer Tasse Kaffee sich mit uns zu unterhalten über alle Themen. Und dann kam die Corona-Pandemie und das Thema Kontaktbeschränkungen. Und dann war es nicht mehr möglich, diese Bürgersprechstunden so vor Ort anzubieten. Und dann haben wir diese Ape ein Stück weit umgebaut. Wir haben an die Ape einen Briefkasten hingehängt und haben in den Stadtbezirken, wo die Ape dann für eine Woche abgestellt wird, Postkarten verteilt. Und diese Postkarten kann man ausfüllen, da kann man draufschreiben, was man für ein Anliegen hat und kann sie dann entweder in einen Briefkasten werfen oder aber in die Ape, in den Kümmerkasten. Und dann kümmern wir uns darum, dass die Anliegen, die die Menschen haben, abgearbeitet werden. Und das ist die Verbindung auch zu dir und auch zu deinem kommunalen Engagement. Wir merken sehr häufig, dass da auch kommunale Themen sehr im Fokus stehen. Und das ist dann die elegante Brücke zu meinen beiden Ehrenämtern. Ich glaube, die kommunale Basis ist da sehr, sehr wichtig. Ganz genau. Und Katja, wenn du magst, von dir kam ja die Frage, ich kann dir auch mal dann noch mitteilen, wo die Ape momentan steht. Dann kannst du, falls was ist, da was reinschmeißen oder es weiter verbreiten, Genau, auf dass es das unserer gibt. Homepage kann man immer schauen, wo diese Ape weiter tourt und wo Nick on Tour stattfindet. Momentan, das weiß ich natürlich, steht sie noch im schönen Natürlich. Eichwald. Das musst du natürlich wissen. Ich kann dir fast auf den Millimeter genau sagen, wo sie da steht. 1A. Es lohnt sich, dort vorbeizufahren. Sie steht nämlich in der Ortsmitte vom schönen Scharnbach. Bei der Gelegenheit kann man dann auch gleich mal in Scharnbach noch vorbeigehen und die örtlichen Einzelhändler unterstützen, Unterstützen. kann was zu essen abholen. Da gibt es eine tolle Gastronomie und es gibt dort auch gute Möglichkeiten einzukaufen. Und man lernt übrigens viele spannende Ecken des Wahlkreises kennen, wenn man mit der Ape unterwegs ist. Insofern freuen wir uns, Super. Katja, dass wir da weiterhelfen konnten. Und ansonsten gilt natürlich für alle, die Ape freut sich, wenn sie gefüttert wird mit verschiedenen Anliegen. Aber auch deshalb machen wir zum Beispiel Insta Live. Wir beide stehen auf allen Kanälen zur Verfügung für alle Fragen, die die Menschen haben. Genau, ganz, ganz wichtig. Also da immer, wenn es was gibt, uns anschreiben und dann lässt sich für alles irgendeine Lösung finden, sobald man darüber redet. Liebe Ann-Christine, was macht denn diese Corona-Pandemie mit dir als Doktorandin? Wie Mit läuft es mir? denn momentan? Naja, es ist dann so, dass der Anfang eigentlich auch komplett digital war, beziehungsweise ich glaube, ich 2 Monate gebraucht habe, bis ich mal all meine Kollegen einmal in Person treffen konnte. Also es ist schon sehr verrückt. Viel Zeit ist auch tatsächlich dann im Homeoffice, wie bei jedem anderen. Und da merkt man dann schon auch, wie wichtig einfach soziale Kontakte für den Anfang auch gerade sind, was das ausmacht. Und jetzt gerade auch in der Forschung, wo man eigentlich auf Zusammenarbeit, ja, oder von Zusammenarbeit auch abhängig ist, dass man zusammen Ideen entwickelt, diskutiert. Wenn das fehlt und dass man es versucht, über digitale Medien zu ersetzen, ist das gar nicht so einfach. Es geht, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Und das merke ich schon ganz extrem. Es ist eine schöne Herausforderung, weil man sich selbst auch immer wieder ein bisschen an die Nase fassen muss in puncto Disziplin und auch wirklich auf die Leute zugehen, Kontakt aufnehmen, reden, Fragen stellen. Es ist halt nicht so leicht, wie mal kurz auf dem Flur beim Käffchen mit jemandem plaudern, sondern du musst ganz aktiv sein von dir aus. Kann man machen, geht schon, aber es ist halt einfach anders. Und das ist schon so eine Herausforderung immer wieder. Aber es kommt trotzdem hoffentlich Freude dabei auf bei dem, was du da machst. Auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall. Mir macht es Spaß. Ich mag meine Themen, die sich wirklich auch mit Innovation und Digitalisierung befassen. Und ich habe tolle Kollegen, die mich auch unterstützen oder auch sehr viel unterstützt haben bei der Einarbeitung. Also da kann ich überhaupt nicht meckern. Und ja, deswegen, es wird auch wieder anders. Deswegen alles gut. Zum Glück. Ich freue mich auch schon sehr darauf, wenn wir wieder ganz real und live und direkt vor Ort miteinander Kaffee trinken können. Oh ja, oh ja. Aber ich glaube, und das ist, hast du gerade angesprochen, deine Themen, mit denen du unterwegs bist, du bist ja nicht nur eine engagierte kommunalpolitische
intelligente junge Frau, sondern du bringst auch Wirtschaftskompetenz mit. Dinge, die man vielleicht nicht sofort vermutet, aber du hast vorhin angedeutet, du bist durchaus eine Expertin, wenn es um Wirtschaftsfragen geht. Ja, also sagen wir mal so, ich habe studiert Volkswirtschaftslehre, das heißt ja, ich weiß, wie die Wirtschaft funktioniert und ja, ich habe natürlich da auch nochmal einen anderen Schwerpunkt, den ich da setzen möchte, weil ich einfach auch gerade dadurch, dass wir in Esslingen und auch wir gehören zu Stuttgart dazu, zur Automobilindustrie, also das für uns ein ganz wichtiger Zweig ist, Wirtschaftszweig, habe ich da natürlich auch immer so ein bisschen meinen Blick drauf, wo geht es da hin, wie schaffen wir den Umbruch hin, zu beispielsweise Elektroautos oder andere Mobilitätsmöglichkeiten oder auch Digitalisierung generell in diesen Bereichen, damit die großen Arbeitgeber, die wir hier haben, dass die bestehen bleiben, dass wir da einen Übergang schaffen und nicht irgendwie, weil Tesla oder ähnliche doch noch übernehmen, wir auf einmal lauter Arbeitslose in Baden-Württemberg haben und überlegen müssen, wie geht es da weiter. Also ja klar, da habe ich ein sehr großes Interesse dran und verfolge das sehr genau, was da die Trends sind und das wird vielleicht auch nochmal in meiner Forschungsarbeit immer mehr wieder aufkommen, weil mich das, ich meine, ich komme hier aus Stuttgart oder ich bin in Stuttgart geboren, in Ostfildern aufgewachsen. Automobile gehören für mich auch irgendwie dazu, Daimler, Bosch und so weiter. Das ist für mich auch wichtig, da einfach zu sehen, wie es sich entwickelt und vielleicht auch dann politisch irgendwie, dass man da Schwerpunkte setzen kann, dass das erhalten bleibt, weil es ist gehört einfach zu uns dazu. Deshalb haben wir auch richtigerweise auch bei unserem Landtagswahlprogramm diesen Schwerpunkt gesetzt im Bereich Arbeit. Wir haben schon sehr früh darauf hingewiesen, dass wir als aktiver Staat gefordert sind, egal ob es um Weiterbildungen geht oder auch die Transformation. Da Ganz nützt es genau. halt nichts, wenn wir uns zurücklehnen und sagen, der Markt wird es schon machen. Gerade für das Land Baden-Württemberg brauchen wir da echt Antrieb und Schwung. Und auch deshalb fühlen wir beide uns, glaube ich, in der Sozialdemokratie ausgesprochen wohl, vor allem zurzeit mit einem engagierten Vorsitzenden und einem tollen Team und, wie ich finde, auch einem echt guten Programm. Ganz genau. Ja, es ist wie so häufig. Es geht nicht immer nur mit Pull-Effekten. Das heißt, der Markt wird es schon richten, sondern man muss manchmal auch dem Markt sagen, in die Richtung wäre vielleicht auch nicht verkehrt, auch aus sozialen und ethischen Aspekten oder Chancengleichheitsaspekten. Da kann man auch mitgestalten. Jetzt vielleicht nicht so extrem wie aktuell bei den wie war das mit Robin Hood oder so, wo sie jetzt groß getradet haben. Das jetzt vielleicht nicht in der Form, aber in der politischen Ebene haben wir da schon viele Gestaltungsmöglichkeiten, die wir auch nutzen sollten. Wie so oft könnte ich mich stundenlang mit dir unterhalten. Da ich die Zeit aber im Blick habe und wir leider nur noch 3 Minuten übrig haben, müssen wir noch ein Thema ansprechen, das ich total wichtig finde. Wenn ich schon eine kompetente Frau aus Ostfildern bei Insta Live habe, dann müssen wir an alle, die in Ostfildern wohnen, die dort leben, die dort wählen dürfen, natürlich darauf hinweisen, dass bei der Landtagswahl wir eine herausragende Zweitkandidatin aus Ostfildern haben. Aber wir haben bald Oberbürgermeisterwahlen in Ostfildern. Und wir haben einen sehr, sehr guten Oberbürgermeister in Ostfildern. Und ich glaube, wir beide sind uns auch bei dem Thema vollkommen einig, wenn wir einen sehr engagierten Wahlaufruf starten und die Ostfildener bitten, dem amtierenden OB Christoph Boley mit einem Riesenvertrauen auch in die nächste Amtsperiode zu schicken. Bin ich voll deiner Meinung. Da gibt es gar nichts hinzuzufügen. Ich habe gerade gesehen, Katja hat noch eine Frage gestellt. Die Menschen mit Migrationshintergrund, denen mehr Chancen zu ermöglichen, wie wir das machen wollen. Ich glaube, liebe Katja, um den ersten Teil zu beantworten, und dann darf die Ann-Christine auch gleich noch was dazu sagen. Chancengleichheit hat immer viel mit Bildung zu tun. Und Bildung fängt im Kindergarten an. Und man muss endlich begreifen, dass das, was ich jetzt gerade als Kindergarten beschrieben habe, ein veralteter Begriff ist, weil wir haben heutzutage Kitas, die weit mehr sind als das, was viele Konservative noch im Hinterkopf haben, nämlich irgend so eine Aufbewahrungsstätte, sondern Kitas sind die ersten Bildungseinrichtungen. Und deshalb ist es zum Beispiel, dass diese Kitas gebührenfrei sind, um von Anfang an die Kinder zu unterstützen und zu fördern. Und für mich der wichtigste Punkt, übrigens auch der Grund, weshalb ich in die SPD eingetreten bin, der persönliche Erfolg eines Menschen darf nie vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Wir müssen alles dafür tun, dass egal, ob man Migrationshintergrund hat oder nicht, ob man aus einer wirtschaftlich starken Familie kommt oder nicht, dass wir die individuellen Talente der Menschen fördern. Das fängt bei der Sprache an, geht dann über Weiterbildung, über gute Ausbildung, geht hin bis zu einem Studium, dass wir als SPD dafür sorgen müssen, dass die Menschen Möglichkeiten haben, dass sie auch wissen, welche Möglichkeiten sie haben.
Das halte ich für einen ganz, ganz entscheidenden Punkt, wenn es um Chancengleichheit geht. Gerade auch im Landkreis Esslingen, wo wir das große Glück haben, mit vielen Arbeitsplätzen ausgestattet zu sein. Wir müssen dafür sorgen, dass das so bleibt. Und wir müssen die Menschen so qualifizieren, dass sie auf verschiedener Ebene genau dort auch dann in die Arbeit kommen. Ann-Christin, du darfst ergänzen oder auch mir widersprechen, wenn ich Blödsinn erzählt haben Nein, sollte. nein, 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 da stimme ich dir vollkommen zu. Das ist auch so ein Punkt, wo wir uns, glaube ich, sehr, sehr einig sind, dass es einfach bei Bildung anfängt. Und man muss, wenn man den Kindern von Anfang an die Möglichkeit bietet, gerade mit Migrationshintergrund, sich zu integrieren, die Sprache gut zu lernen, das ist einfach Schlüssel zum Ganzen, dass sie gute Möglichkeiten haben, Deutsch zu lernen und sich auch wirklich in Deutschland wohlzufühlen. Und da ist Bildung der erste Anknüpfpunkt. Und deswegen, ja, voll bei dir. Ja, und tatsächlich ist mir auch wichtig, immer darauf hinzuweisen, dass wir nicht in solchen Schubladen immer denken sollen. Ich tue mich auch mit dem Begriff Migrationshintergrund immer total schwer, weil ich manchmal denke, jemand, der aus Hamburg kommt, hat im Schwabenland irgendwie auch einen Oh Gott. Migrationshintergrund. Ja. Und umgekehrt. Ja, und wir erleben so tolle Familien, egal in welchen Varianten. Wir müssen Ganz immer genau. dafür sorgen, dass wir die Familien zusammenhalten, dass man den Familien ermöglicht, ihre Kinder gut aufziehen zu können mit allen Chancen, die es gibt. Die Sprache hast du erwähnt, das ist sicherlich der Schlüssel. Aber da gibt es viele weitere Baustellen. Da müssen wir aber mal ein anderes Insta-Live dazu machen Ja, ich zum wollte gerade Thema sagen. Familien. Es ist für mich immer ein großer Jammer, wenn ich irgendwann feststelle, dass wir schon über eine halbe Stunde miteinander gesprochen haben. Und deshalb müssen wir für heute zum Abschluss kommen. Aber das Angebot gilt herzlich gerne. Wenn ihr von der Ann-Christin oder von mir noch irgendetwas wissen möchtet oder irgendwelche Fragen offen geblieben sind, Oder schreibt ihr irgendwelche uns Anregungen habt. immer gerne. Wir freuen uns über jede Rückmeldung, die wir von euch bekommen. Und wo ich gerade bei Freude bin, liebe Ann-Christin, ich empfinde es als große Freude, dich als Zweitkandidatin zu haben. Bin froh, dass ich dich mit an Bord habe. Es wäre noch viel, viel schöner. Wir könnten gemeinsam draußen auf den Straßen unterwegs sein und den Ja. Menschen zeigen, welches Personalangebot die SPD im Wahlkreis Esslingen tatsächlich bietet. Ich glaube, da brauchen wir uns auch vor der Konkurrenz überhaupt nicht zu verstecken. Und bei der Zweitkandidatin und dem Erstkandidaten sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Ich glaube auch. Nein, ich finde es auch ganz, ganz toll, wirklich, dass ich von dir die Möglichkeit bekommen habe, so dieses Amt zu übernehmen. Und egal, Corona hin oder her, der Wahlkampf, den wir machen, ist der beste, den wir machen können. Und wir geben alles. Deswegen weiter so. Genau, das ist ein perfektes Schlusswort. Wir rocken das. Und jetzt Aber drücke wirklich. noch die Daumen, dass am Matchday der Verein mir keinen Kummer bereitet, weil man weiß ja, wenn man Sozialdemokrat und VfB-Fan ist, dann ist man Oh. wirklich leidensfähig. Ja, wirklich, wirklich. Ich drücke dir die Daumen. Herzlichen Dank, pass gut auf dich auf. Ich freue mich, wenn wir Genau. uns wieder hören und wiedersehen. Ich mich auch. Pass Bis auf dich bald. auf. Bis dann. Ciao, Ciao. ciao.